Hey, wir kommen zum letzten Teil der Vertiefung der Einführung ins klassische Chinesisch. Jetzt kommt die vier ins Spiel, besteht aus vier Teilen, und zwar geht es darum, wie im klassischen Chinesischen Fragesätze gebildet werden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich einmal die Möglichkeit mit Interrogativpronomen und dann noch die Möglichkeit mit Fragepartikeln. Und das sind eigentlich dieselben beiden Möglichkeiten, die wir auch im modernen Chinesisch haben. Wenn man nach einer Sache fragt, dann ist es Shema. Und wenn man nach einer Eigenschaft fragt, dann ist es Zemeyang. Oder wenn man nach einer Person fragt, ist es Shei. Und das wären halt diese Interrogativpronomen, die es gibt. Und dann gibt es noch die Fragepartikel, wie zum Beispiel ja, Ma zum Beispiel. Nishi Zhongguoren ma? Bist du Chinese? Da hat man halt bei Ja-Nein-Fragen oder Nicht-Fragen diese Fragepartikeln. Was es im vormodernen Chinesischen nicht gibt, das ist die oder Nicht-Frage, die man mit einem Prädikat im Positiv und danach nochmal im Negativ formuliert. Das gibt es im Chinesischen, im modernen Chinesischen, aber im vormodernen noch nicht. Und das gibt es hier auch nicht. Vier Teile hat das Ganze nur, weil ich die Fragepartikel oder die Interrogativpronomen zweigeteilt habe. Einmal Frage nach Sachen und dann noch in Frage nach anderen. Und weil ich einen Beispielsatz für eine Fragepartikel habe, der relativ lange ist. Und da mache ich dann ein eigenes Video für. Okay, aber wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe hier vier Beispielsätze genommen. Eins, zwei, drei, vier. Die sind aus dem Muozi. Und Muozi ist oder war ein Philosoph, der im Übergang von der Frühlings- und Herbstperiode zur Zeit der Streitenden Reiche gelebt hat. Das heißt also, er hat es noch in seiner Kindheit wahrscheinlich, die Lebensdaten sind nicht ganz gesichert, aber hat wahrscheinlich noch mitbekommen, wie es läuft, wenn alles in Ordnung läuft. Und hat dann aber auch den Anfang der Bürgerkriegsphase und der Zersplitterung des Reiches mitbekommen. Und genau, alle vier Beispielsätze sind aus seinem Werk. Und den Verfall der Zentralmacht und die Zersplitterung oder die Fraktionierung des Reiches führt er auf verschiedene Ursachen zurück, nämlich auf sieben Stück. Fangen wir mal mit diesem Satz hier an, der ist nämlich relativ kurz und da kommen die auch gleich vor. Diese Ursachen, die nennt er auch Übel, also Qi Huan Zhe He. Das ist hier einfach eine Themapartikel, also was anbetrifft. Qi Huan, also die sieben Übel, die dafür verantwortlich sind, dass die Zentralmacht halt geschwächt ist und die anderen Fraktionen sich abtrünnig erklären. Was die sieben Übel anbetrifft, hier haben wir das Interrogativpronomen. Das wird hier aber scheinbar verbal gebraucht, weil ja dahinter überhaupt kein je steht, wie im oberen Satz. Deswegen kann man das ja ganz wörtlich übersetzen mit was sein. Aber man sagt natürlich, wenn man es in schönem Deutsch übersetzt, nicht. Was die sieben Übel anbetrifft, was sind sie? Sondern einfach, was sind die sieben Übel? Aber grammatikalisch korrekt wäre halt, was die sieben Übel anbetrifft, was sind sie? Okay, der erste Satz, der oberste Satz auf der Tafel, mache ich jetzt einfach als zweites, weil der ein bisschen länger ist, der zeigt dasselbe. Allerdings haben wir hier hinten ein je. Also die Struktur A, B, hier, A ist B. Das heißt also, hier können wir tatsächlich davon ausgehen, dass dieses R wirklich ein Interrogativpronomen in dem Fall ist. Da hat es sich dann ausnahmsweise mal erbarmt, seine eigentliche Wortart beizubehalten. Auch hier haben wir ein J. Auch als Themapartikel für den gesamten Komplex, der vorne vorsteht. Fan Junzhi Suoyi An. Und das wird eingeklammert vom Zhe. Also was anbetrifft. Normalerweise des Fürsten Suoyi An. Und Suo und I kennen wir beide. Die werden manchmal auch zusammengenommen und geben dann auch einen Grund,
eine Ursache oder ja, ein Instrument oder ja, so ein Mittel für etwas an. Und hier könnte man es eigentlich übersetzen, wie man es will, aber weil ich den Kontext des Textes kenne, kann ich sagen, dass es dahinter um die Methoden geht, die ein herrschender Fürst anwenden kann, um halt ja, an zu sein, also friedlich oder beziehungsweise beruhigt und sich keine Sorgen machen zu müssen. Das heißt also, hier ist es eher so, womit, wodurch, woher, so in der Kante. Also, was das anbetrifft, wodurch sich ein Fürst sicher fühlen kann, was ist es? Habe ich jetzt ein bisschen zusammenziehen müssen, weil das schwer zu übersetzen ist. Also, wodurch sich wohlfühlen, wodurch sich sicher fühlen, woher oder wodurch sich abgesichert fühlen. Von Fürst für gewöhnlich. Was das anbetrifft, hier, es ist was. Also, warum oder auf welcher Grundlage oder wodurch vermag ein Fürst, Klammer auf, in der Ausübung seiner Herrschaft, Klammer zu, sich sicher zu fühlen. Okay, das ist die Frage nach Dingen. Also man fragt wirklich konkret, was. Zweites Beispiel ist die Inversion bei Kombination mit I. I markiert ja das Instrument eines Satzes oder macht einen finalen Nebensatz, aber hier geht es eher um das Instrument. Und zwar ist es so, normalerweise sagt man ja I und dann irgendwas, also I, man nimmt und dann irgendwas, was normalerweise dahinter steht. Allerdings in Kombination mit H wechselt das die Stelle. Das heißt, theoretisch müsste hier stehen I, H, steht hier aber umgekehrt. Hi. Frag mich nicht warum. Fanden sie scheinbar lustig, sich da ab und zu mal was Neues auszudenken. Und entsprechend muss man sich das einfach merken. Also, hi heißt einfach womit, wodurch, woher. Durch was, ganz wörtlich übersetzt. Tschü, tschü. Also, tschü, einfach kennen oder wissen und dann tschü, es. Da habe ich den Textkontext jetzt natürlich nicht mehr im Kopf, aber. Woher oder wodurch weiß man das oder es? Ganz kurz, ganz kompakt als Beispiel. Oder ein zweites Beispiel, wo wir einen Satz sozusagen als Objekt zum Zhi haben. Und zwar Zi Ran. Vorne haben wir wieder die Sache mit der Inversion, also das I steht hinter dem H, obwohl es normalerweise immer davor steht. Also vor dem, für was es der Instrumentalmarkierer ist. Dann das Vollverb tsch, Wissen kennen, was ja transitiv ist und ein Objekt erfordert. Und hier ist das Objekt ein ja, relativ kurzer Satz. Zi, ran. Das ist ja Possessivpronomen für die dritte Person Singular. Und ran. Sowas haben wir im Deutschen nämlich. Das ist einfach das So-Sein. Oder so sein wie, oder die Natur von etwas haben, eine gewisse, so aus sich heraus irgendwie so sein. Das heißt also, hui, woher, wodurch weiß man oder kennt man Zi, Ran, sein, so sein. Also woher weiß man, dass das so ist oder dass das so in der Natur des Dinges liegt, über das im Kontext dieses Satzes gesprochen wird. Genau, das wären die Beispielsätze. Zwei normale, zwei mit Inversion. Bisschen Wiederholung hatten wir dabei, dadurch, dass wir das I hatten oder hier, dass wir das Swoi hatten, was ja eine Kombination aus bekannten Sachen ist. J hatten wir auch. Ich denke mal, sollte eigentlich alles verhältnismäßig klar sein. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Das war's dann erstmal damit.